Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Portal 2. Es ist einfach nur wahnsinnig, was in der letzten Folge alles passiert ist. Also, in der letzten Folge haben wir GLaDOS konfrontiert. Wir hatten alles ausgeschaltet, was sie hatte. Und laut Kontrollsystem, sage ich jetzt mal, wurde gesagt, dass der zentrale Kern, also GLaDOS, beschädigt ist und ausgetauscht werden musste. Wir haben dann Wheatley mit GLaDOS ausgetauscht, hatten gedacht, wir wären frei. Aber Wheatley ist verrückt geworden und hat uns dann weiter gefangen genommen und hat dann GLaDOS in eine Kartoffel gesperrt und uns in einen Schacht runtergeworfen. Und dann sind wir hier unten gelandet. Wir sind jetzt im alten Aperture Science. Und wir hören dann unsere Tonband sagen von Cave Johnson. Ich glaube, das ist der ehemalige. Nee, der hat sogar gesagt, das ist der ehemalige Inhaber. Der ehemalige Inhaber, meine Güte. Deutsche Sprache, schwere Sprache, sag ich nur. Auf jeden Fall, jetzt dürfen wir hier neue. Okay, neue Tests. Für uns neue, offiziell alte Tests machen. Und es wurde irgendwas von einem blauen Gel gesagt, was es wohl das sein wird. Was hat es damit auf sich? Kann man da drauf? Oh! Ja, darauf kann man gehen. Das ist ja mal cool. Das hat so einen Stromeffekt. Ist ja mal lustig. Ui. Ja, okay. Da oben ist etwas. Ach du schon gesehen, die Alte. Ah, okay, wir müssen da rüber hüpfen. Und jetzt, hier ist ein Schalter. Ah, okay. Das ist wohl der, dieser alte, der allererste Kubus. Der allererste Companion Cube. Und jetzt können wir hier durch. Die Jungs im Labor meinen, ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. Ja, ein bisschen eigenwillig, würde ich mal nennen. Okay, da drüben müssen wir hin. Da oben. Da war ich ja gerade wieder blind auf beiden Augen. Und dann jetzt hier links und whoops. Beim nächsten Test versetzen wir das Gel mit Nanopartikeln. Okay. Diese kleinen Dinger werden milliardenfach in deine Blutbahn eindringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. Hä? Du sagst, du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Bleiunterwäsche auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du jetzt welche. Okay. Okay, jetzt will ich hier hoch. Was bringt uns das? Ach, da ist ein Ding hier. Können wir sie einfach drauf fallen lassen und zwar so. Ist ja cool. Die Rätsel nehmen jetzt echt neue Formen an. Hier, halt mal. So, und jetzt können wir da ganz einfach so durch. Und flupp. Warte mal, mich interessiert mal gerade was. Kann man jetzt auch einfach. Okay, gut zu wissen, das geht nicht. Oder? Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ja, so schon mal gar nicht. Alle, hopp. Ja, okay. Komm, lass mal das mal sein.
sein. Okay. Wir haben ja auch einfach so. Oh, ist das cool! Ich mag das blaue Gel. Und oi, 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 oi. Hm? Hat was. Ich sag es euch, das ist die Fortbewegung der Zukunft. Und dann springen wir jetzt wieder so. Falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschenknochen. Dann lassen die mich auf der Zeuge so rumhüpfen. Okay, Aperture Science war auch damals schon strange. Aber in den Aufzug. Ich bin aber echt mal gespannt, wie das jetzt hier weitergeht. Auf jeden Fall müssen wir schauen, dass wir hier rauskommen. Wir müssen irgendwie wieder zurück nach Aperture Science und glaube ich Reed, die den Saft abziehen. Kaum zu glauben, dass ein Freund so und so verraten kann. Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Okay, gut zu wissen. Die Jungs im Labor sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Das gibt mir jetzt sehr viel neue Motivation. Okay, dann gehen wir jetzt mal da rein. Ha, dein Stil gefällt mir. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Die Erbsenzähler meinten, ich kann keinen entlassen, nur weil er im Rollstuhl sitzt. Hab's trotzdem getan. Rampen sind teuer. Der ist ja schon ein bisschen asozial, der Kerl. Alles blau machen. Yes. Ach, da oben müssen wir. Ich bin jetzt hier gerade mal ein bisschen ruhiger, merkt er ja schon. Jumping. Whoosh. Boing.
Jawohl. Der Kaffee von vorhin enthielt übrigens fluoreszierendes Calcium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Calcium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen. Denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Warum hast du dann nicht einfach die Klappe gehalten? Der Aufzug sieht auch sehr gesund aus. Ich bin aber echt mal gespannt, was uns hier noch so alles erwartet. Ja. Ich muss sagen, Captain Benson ist schon eindeutig verrückt. Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir raus operieren. Wasser? Da sieht nach Wasser aus. Okay, machen wir hier wieder ein bisschen nass. Oh. Kommen wir da so ran? Epische Reflexe gezeigt. Ganz ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Okay. Machen wir hier mal. Warte mal, was passiert, wenn wir hier das machen? Okay. Ich glaube, ich habe jetzt schon gefragt, was wir machen müssen. Duft. Das weiß ich nicht, ob ich auch noch ein bisschen tauchen. Ich wette, wir brauchen das blaue Gel von da. Was ist, wenn das so wollen? Was soll ich denn hier machen? Au. Dann knallen wir gegen die Wand. Ich bin kein Psychiater, aber es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon ins Höschen, wenn ein paar Funken fliegen, die in Löchern ihre roten BHs brennen könnten. Was? Die waren niemals Astronaut, Kampfsoldat oder Goldschürfer. Das waren nur wir. Du und ich allein gegen die Welt. Dein Schneid imponiert mir. Nur dein Eifer könnte größer sein. Na los, packen wir's an. Ich war aber... Okay, wir waren jetzt offiziell Astronaut. Astronaut, Goldschürfer im Weltall. Ich hab's mir schon gedacht. Oh! Errungenschaft freigeschaltet, ein guter Fang. Kann man den sauber machen, so? Ah, cool. So.
schon. Tür raus und gute Fahrt. Ich will einfach nur mal die frische Luft wieder sehen. Das wäre mir lieber als hier diese ganzen Tests. Kann ich gar nicht nachvollziehen, wieso. Aber ich mag diesen Cave Johnson. Also ist nicht so vom... Also der hat auf jeden Fall eine Waffe, das merkt man. Aber... Ich will aber erklären, wie ich das gerade meine. Ich mag ihn vom Humor. Glückwunsch. Allein, dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn es ganz ausgereift ist. Halte dich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Sag tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Sie ist ein Schatz. Moment, was? Also hier ist wieder Cave Johnson. Okay. Thank you for your... Ja, hier ist doch der... Hä? Hier geht es aber nicht. Okay, irgendetwas habe ich übersehen. Da ist doch schon eine Portalfläche. Machen wir da schon mal eins dahin. Dahin. Okay, dann gehen wir mal dahin. Ja, hier geht es auch weiter. Okay. Gehen wir mal nach da oben. Gehen wir mal nach da oben. Jetzt ist hier wieder massenmal Beschleunigung gefragt. Oder auch nicht. Oder auch doch. Falsche massenmal Beschleunigung. Ja, so gut bin ich nicht in Physik, ich weiß. Denn jetzt merken, dass Blauportal noch stehen bleiben. Ich bin ein Trottel. Also, noch einmal von vorne. So rum muss es gemacht werden. Halt, habe ich dafür jetzt lang gebraucht. Was haben wir? Oh, Pumpstation Beta. Es kommt ein neues Gel, glaube ich, dazu. Und hier ist der Ausgang. Oder auch... Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten. Was? Und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Sir, die Tests
Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesem Test auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will $60 haben? In bar. Ihr könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen. Das verdammt nochmal gemütlicher ist, als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier, weil wir essen wollen. Genau das seid ihr. Ich kann einfach nicht ernst dabei bleiben. Beschmiert auf jeden Fall nicht das Glas da unten. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazugehört. Moment. Vermisste Astronauten? $60 in Bar? Parkbänke? Haben die jetzt angefangen... Oh. Haben die jetzt angefangen, mit Pennern das zu machen? Als Obdachlosen? Komm hier. Wenn du gegen Erdnüsse allergisch bist, sag es jetzt. Denn beim nächsten Test verwandelt sich dein Blut eventuell vorübergehend in Erdnussbutter. Wenn das klappt, muss für uns ein neuer Nobelpreis erfunden werden. Also, tapfer durchhalten im Namen der Wissenschaft. Ihr solltet gerade meinen Gesichtsausdruck sehen. Was haben wir hier? Der Mensch besteht zu etwa 60% aus Wasser. Das finden wir übertrieben. Wenn du dich im nächsten Test dehydriert fühlst, ist das ganz normal. Wir testen mit Triebwerken und schauen, ob wir den Wasseranteil auf 20-30% drücken können. Okay. Schiff über Bord. Okay. Hier können wir nichts machen. Beim nächsten Test geht es um Teleportation, die aber nicht für alle Hauttypen geeignet ist. Merk dir also gut, welche Haut dir gehört. Was? Und wenn sie nicht mit dir teleportiert wird, dann tun wir unser Bestes, sie wieder an dir festzunehmen. Alter, ich bin sowas von froh, nicht bei diesen Tests damit dabei gewesen zu sein. Okay, ich würde sagen, wir sind bei 22 Minuten. Ich schaue jetzt mal, was es hier noch in der nächsten Folge so zu finden gibt. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.